Du bist ja Praktikant, nehme ich an, ne? Moin, ich bin Egon. Moin. Und dein Name ist? Manfred. Ja gut, also ich werde dir heute so ein bisschen zeigen, wie alles geht und so weiter. Also ich werde dich so ein bisschen durch den Arbeitstag begleiten sozusagen. Okay. Wenn du Fragen hast, kein Problem, brauchst keine Angst haben, frag mich einfach. Warum meldest du dich? Du brauchst dich nicht zu melden. Ich wollte eigentlich nur fragen, wann Pause ist. Also Frühstück ist von 9 Uhr bis 9.15 Uhr, Mittag ist von 12 bis 12.30 Uhr und Arbeitszeit ist 7 bis 15.45 Uhr. Und wie spät ist? 5 nach 7. Okay. So, dann fangen wir erstmal an mit einer etwas leichteren Tätigkeit. So, also das Ganze nennt man hier einen Amboss. Auf dem kann man zum Beispiel krumme Metallgegenstände richten. Du hast hier in der Mitte eine Wölbung nach unten quasi. Wenn das Metallstück nachher hier drauf liegt, hast du die Wölbung vom Amboss nach unten, sodass du diesen Radius quasi nach unten hin überbiegen kannst, überschlagen kannst, okay, wie auch immer du das nennen möchtest, um eben im Endeffekt wieder ein gerades Stück dann eben rauszubekommen. Alles Wenn du fertig bist, müsstest du quasi auch wieder ein gerades Stück rausbekommen. So sieht das Ganze dann aus. Nachdem du es gerichtet hast, ist es wieder gerade. Ja. Willst du denn mal probieren? Wie gesagt, schön darauf achten, dass du genau die krumme Seite triffst und nicht zu stark. So kommt. Ungefähr, ne? So ähnlich. Du brauchst dich, wie gesagt, nicht melden. Wie spät ist? 7.30 Uhr ist es jetzt. Feierabend war 15.45 Uhr, oder? Ja. So, vielleicht klappt das ja ein bisschen besser. Bohren ist auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Aufgabe hier bei uns. Hast du schon mal gebohrt? Nur in der Nase. Findest du das witzig? Nee. Du? Nee. Okay. Wir machen auf jeden Fall jetzt zum Anfang erstmal nur so kleine Bohrungen zum Testen. Okay, alles klar. Beim Bohren ist auf jeden Fall wichtig, dass du eine Schutzbrille trägst, falls der Spann mal umherfliegt. Das möchte man nicht so wirklich im Auge haben. Gegebenenfalls bei langen Haaren würde ich eine Kopfbedeckung empfehlen, beziehungsweise die Haare verdecken, nicht dass du mit den Haaren im Bohrfutter hängen bleibst. Da ist schon so manche Kopfhaut bei abgerissen. Was soll das denn? Ich dachte Scherzbrille aufsetzen. Schutzbrille, nicht Scherzbrille. Ach so. Findest du das witzig? Nee. Du? Nee. Okay. Ja, Bohrer ist eingespannt, dann probier mal da vorsichtig ein 10er Loch reinzubohren. Schön vorsichtig, ne? Okay, ich bin fertig, glaube ich. Ja, zeig mal her. Ja, hier. Ich habe dir einen 10 mm Bohrer gegeben. Wie kriegst du es gebacken, da so ein großes Loch reinzumachen? Weiß ich nicht, ich habe einfach gebohrt. Das ist unmöglich, das geht gar nicht. Wann ist nochmal Pause? So, dann gucken wir jetzt zum Schluss nochmal, wie das Schweißen so funktioniert. Ja, okay. Hast du schon mal geschweißt? Wehe, du bringst jetzt irgendeinen dummen Spruch. Nee, ich habe tatsächlich noch nicht geschweißt. Ja gut, dann ist heute eben der erste Versuch. Okay, ich bin bereit. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du Handschuhe trägst und ebenfalls hier deine Augen schützt. Okay. Nicht sowas! Dafür nimmt man natürlich einen speziellen Schweißhelm, so einen wie den hier. Habe ich schon mal gesehen. Ja? Iron Man hatte auch so ein Ding, ne? Ja, so ähnlich. Wir beginnen mit was ganz einfach, eine ganz normale gerade Naht ziehen erstmal. Also quasi eine Line. Naja, man nennt es Schweißnaht. Also wenn du willst, kannst du mal probieren. Okay, gut, dann mach ich mal eine Line, wa? Es heißt Naht, nicht Line. Wer bist du, Sido oder was? So? Das sieht für den Anfang nicht schlecht aus. Dann probier jetzt nochmal drei Nähte parallel untereinander zu schweißen. Okay. So? Ist recht okay, ja. Wenn du dich noch einmal meldest und fragst, wann Pause ist, dann schweiß ich dich an der Decke fest. Ist das klar? Okay, ich wollte nur noch mal wissen, Feierabend war 15.45, oder? Probier jetzt einfach noch mal eine lange und gerade Schweißnaht zu schweißen, okay? Okay. Wichtig ist dabei, nicht zu wackeln und die Hände schön ruhig zu halten. Ja, so? Ja, okay, zeig mal.